Kamera, was geht ab? Der Bootsreport, hallo. Die Glocke nicht vergessen, Support ist kein Mord, Jungs. Junge, ich war heute Mittag schon bei Mc's, als ich vom Flughafen gekommen bin. Was soll ich sagen? Zweimal am Tag, ja, ist schon hart. Flexen musste, dass er gerade aus Madrid gekommen ist. Oh. Ja, du bist auch schön braun geworden. Ja, das ist vom Skifahren. Ich habe hier geparkt. Darf ich hier parken? Ja, ich bin doch hier nicht der Ordnungsamt. Ich bin nicht der Anzeigenhauptmeister, mein Lieber. Bitte erzähl noch mal ganz kurz über, wo spielst du jetzt? Ich spiele gerade in Madrid. Ja, für die La Frontas Black Demons. Erste spanische Liga, aber. Also macht Bock, ist lustig. Ich kenne Fenchis ganze neue Teamkollege praktisch. Achso, ich dachte, du spielst für die Bravos dann. Nee, ich komme wieder zurück und spiele für Search. Ich bin da jetzt nur für die spanische Liga. Achso, ich habe nämlich die ganze Zeit gefragt, wie geil denn der Gym ausschaut, aber wir haben komplett aneinander vorbeigeredet. Er spielt in Madrid, spielt ELF für die Search, trinkt einen Unicorns-Pulli. Ja, das ist halt. Ich bin verwirrt. Was soll ich da sagen? Was soll ich da sagen, Butch? Ich bin ein Mann mit vielen Gesichtern. Lügst du gerade vor der Kamera? Nein. Okay, gut. Wo geht ihr denn hin? Ihr seid Athleten, ihr seid aus dem Backfield, ihr dürft nicht zu McDonald's gehen. Spazieren. Ja, sehr gut. Nur wir dürfen das. Rights and Duties, Mann. Willkommen zum Real Woods Report. Natio Spezial 2024. Ich check jetzt ein ins Merkur Hotel in Düsseldorf. Schauen wir mal, was hier so passiert. Ich bin viel zu spät, ich sollte eigentlich spätestens um 17 Uhr da sein, jetzt ist es 17.30 Uhr. Mal gucken, oh, da sitzt die Coaches, jetzt muss ich ein bisschen vorsichtig sein. So, jetzt wurde ich hier gerade 5 Minuten von meinen Coaches geroastet und irgendwo muss hier die Anmeldung sein. Wo ist die Anmeldung? Da ist die Offense, da habe ich nichts zu suchen. Da ist die Coaches, also, wo muss ich denn anmelden? Ich gehe jetzt einfach mal in den Defense-Meeting auf. Da habe ich am meisten zu suchen. Mein Coach hat mich gerade geroastet, dass ich zu klein bin. Ich soll größer werden. Ah. Was hast du für eine Nummer? Ah. 90 Nummer? Ja, 96. Boah, 93. Zack. Beste. Jetzt kann gar nichts mehr schieflaufen. Ich gehe jetzt mal hinten, da wird irgendwas ausgeteilt. So, jetzt habe ich mein Jersey bekommen. Ich habe übrigens auch eine Akkreditierung. Ich wurde freigegeben, dass ich filmen darf. Jetzt habe ich mein Jersey geholt. Ich habe die 97, weil die 96 gibt es nicht. Und jetzt muss ich mich anmelden. Klaus, was machen wir jetzt? Ich hätte jetzt gerne deine Jersey-Nummer. Ja, 697. 96. Der Dennis Butz, 97. Ja. In welcher Größe? In 2XL. In 2XL. Jetzt kommen aber gleich mal die wichtigen Fragen. Dein Lunchback morgen. Käse, Salami oder Wurst? Was ist Wurst? Oh, irgendwas querbeet. Wurst. Ja, Wurst ist gut. Wurst. Wurst heißt es bei uns im Bein, aber ich muss mich hier anpassen, Jungen. Und wir haben jetzt ein Meeting und ich schalte jetzt ab und esse meine Cheesies. Many hours later. Willkommen zum Real Woods Report mit. Hallihallo. Meetings sind jetzt durch. Jetzt gehen wir gesund essen. Wo gehen wir gesund essen? Hi, Dennis. Wie geht's dir? Ja, gut, wie geht's dir? Ja, super, super. Schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist? Ja, na klar. Frankfurt Gang. Frankfurt Gang, Gang. Gang, Gang. Gang, Gang. Gang, Gang. Boah, das ist ein Arzt. Scheiße, aus Versehen zu viel bestellt. Was hast du bestellt? Ja, jetzt muss ich's holen. Du weißt schon, da kann man stornieren, gell? Nee, jetzt habe ich auch abschließen gedrückt. Aber du kannst jetzt machen. Ja, nee, jetzt ist es so schwer. Was soll ich machen? Das Ding spinnt. Was hat der Arzt bestellt? Hat der Arzt eine schwarze Amex? Eine was? Eine schwarze Amex. Was ist eine schwarze Amex? Schwarze American Express. Ach so, nein, noch nicht. Das kommt aber noch. Gib mir noch ein, zwei Jahre. Sag mal, was ich jetzt bestellen soll. Ich bestelle jetzt auch was. Ich habe mir jetzt Nuggets geholt. Ja. Und so ein Burger-Menü. Ich glaube, damit komme ich über die Runden. Kennt ihr diesen Trick? Welcher? Big Mac, ja? Yeah? Big Mac-Menü? Ja. Bring es mir gerade vor. One Big Mac, yeah, $9.99. Yeah. Double. Two Big Macs. Oh, yeah, $11.99. Oh, yeah, bro, I'm telling you. Bro, was sagst du? Könnt ihr das bitte anschauen? Dude, I'm telling you, bro. Das ist ja Wahnsinn. Skü. Was spielst du? Ich finde.
Nein, aber was hast du gerade gesagt? Ich bin in Stuttgart schön. Ja, du spielst da. Aber ich finde die Stadt so schön. Aber wo wohnst du? In Stuttgart. Ja, aber was hast du da vorgewohnt? Ach echt? Saarbrücken ist geil, Mann. Tango 2000, Mann. Ich war da 2007 an Auswärtsfahrt München Cowboys gegen. Genau. Ich bin echt, glaube ich, echt alt, Mann. Wow, da war echt, warst du 9? 2007. Jetzt muss ich mal die Dinge ausmachen und reden. The next day. Guten Morgen, willkommen zum Real Boots Report. Tag 1 vom Nazio Camp, oder Tag 2 eigentlich, wir waren ja gestern schon hier. Jetzt gibt es erstmal Frühstück am straffen Plan. 8 Uhr, 47 habe ich Taping, um 8 Uhr gehen die Meetings los, bis 11, bis 10 glaube ich, und um 11 geht's raus auf den Platz, deswegen jetzt ganz schnell frühstücken, dann tapen und dann Meeting, ihr merkt, ich bin noch nicht ganz fit, schauen wir mal, wie man alles Hübsches beim Frühstück treffen, mal schauen, wie die Defense reagiert, wenn ich komme, weil die Defense und die Offense frühstücken getrennt. Und jetzt ist die Defense dran. Hier ist ein Teil der Defense. Morgen. Aber wir müssen dafür morgen aufstehen, ne? Wann? Ich glaube um 6.15 Uhr. 6.30 Uhr. 7 Uhr. Ja, erstmal guten Morgen, Jungs. Willkommen beim Real Roots Report. Malze. Wie schmeckt's so? Kann ich noch nicht sagen. Oh, da ist aber jemand. Lecker. Lecker Salami. Salami, Käse, Brot. Richtiges Stuttgarter Frühstück. Hier haben wir einen, der ist in der Früh immer gut drauf. Ah, moin, was geht her, Weiler? Hey, klasse. Wir wollen es gut. Hast du auch Bock? Ja, lustig. Wie gefällt dir das Programm heute mit viel Laufen? Was? Wir werden ja das Programm mit viel Laufen heute. Welches Programm mit viel Laufen? Ja, wir werden viel laufen. Das ist so eine Frage. Ach so, ja, wir werden joggen und schnell zu den Bulls gehen. Aber das wird laufen. Hi. Servus. Na, Bro, wie geht's dir? Gut, du selber. Immer gut, wenn ich dich sehe, Mann. Mahlzeit. Danke. Hast du schon gegessen? Mahlzeit. Nee, noch nicht. Ich muss filmen und dann gehe ich gleich essen. Wie spät haben wir eine Uhr? 7.32 Uhr. Boah, ich habe noch 8 Minuten. Liebe Leute, ich liebe euch alle da draußen. Abonniert seinen Kanal. Abonniert generell jeden Football-Kanal. Macht Football in Deutschland groß. Jetzt habe ich noch 2 Minuten bis zum Special Teams Meeting. Ich weiß gar nicht, was ich da soll. Aber ich habe da nichts zu suchen. Ich bin nicht special. Ich bin nur Average D-Line. So, jetzt ist der Plan. Jetzt haben wir Meetings. Von 8 bis 10 Uhr. Also Special Teams Meeting eine Stunde, dann haben wir Defense Offense Meeting und dann geht's raus auf den Platz. Wo ist das Defense Special Teams Meeting? Oh, ich hab's noch pünktlich geschafft. Ja, aber weiter fahren. Ich kann auch weiter filmen. So sieht ein Meetingraum aus. Moin. Moin. Was ist denn das hier? Hi. Was machen wir hier? Was passiert jetzt? Was ist passiert? Wir hatten um 7 Uhr Frühstück. Ah, hallo. Hier ist ein kleines Kind, es geht gerade die Treppen hoch. Hallo, kleines Kind. Hi. So gehe ich auch die Treppen hoch später nach dem Training. Ja, ja, eben. Und die Motivation absolut nachgelassen hat. Unten schon an der Tür. Ja, ja. Ciao. So, wie lief der Tag? Ich weiß nicht, wie der Tag lief, erkläre ich euch gleich. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu Tag 2 des Camps beim Real Boots Report. Wir befinden uns auf dem Weg zum Training und sind alle top motiviert. Wir haben gut gefrühstückt, wir haben mehr oder weniger gut geschlafen. Mal Props an die Nationalmannschaft. Wir haben hier 3 Busse. Wir sitzen im Bus und fahren jetzt zum Trainingsgelände. Coach Mike ist am Start. Coach Mike! Auf Lock, Digga. Ja, aber auf echt Lock, Mann, er ist der Einzige da. Ja, ja, Sicherheit geht vor. Oh ne, sind auch, schau mal, hier hinten voll angeschnallt. Ich hab mich auch angeschnallt. Safety first. Komm mal, du bist der Einzige, der nicht angeschnallt ist. Hör mal auf jetzt zu haten, Mann. Wir werden in der Fahrt nie mit dem Fahrer sprechen, aber was passiert jetzt gerade? Wir fahren jetzt zum Trainingsplatz der Cynthia Cardinals, die uns freundlicherweise für dieses Wochenende ihren super Kunstrasenplatz zur Verfügung stellen, damit wir uns da austoben können. Also mal ganz kurz Props an die Cynthia Cardinals, der Platz ist geisteskrank. Das ist so gut. Ich würde gerne einen Niederwunsch von mir und dem Benedikt anbringen. Da ist es!
messing around. Calling all you freaks and nerds. So, wir sind gleich am Tennisgelände, dann sehen wir uns wieder. My brother's going down the drain. My sister's living the dream. But every